Ja, herzlich willkommen, liebe Musikfreunde, bei der Vortex-Reihe Short and Simple. Hier möchten wir einfach und kurz erklären, wie Vortex-Produkte benutzt werden. Heute ist unser Thema das Thema Nano-Shield-Plugs, das heißt unsere Schirm-Plugs. Ja. Heute bin ich wieder zu Gast bei Ed Doggen und wir beide werden hier die Anwendung dieser Plug-Produkte euch näher bringen. Ja, Ed, wir haben hier ein paar dieser Nano-Shield-Plugs, die meistverkauften, hier zusammengefasst. Das ist einmal das Plug-Produkt für den Strombereich, den sogenannten Power-Plug. Warum sollte man überhaupt mit Plug-Produkten arbeiten? Weil alle offenen Steckkontakte, sei es jetzt im Strombereich oder Steckkontakte bei Geräten, die offen sind, besonders stark strahlen. Woher kommt die Strahlung? Die kommt wesentlich von der Masse. Im Wesentlichen kommt die von der Masse. Also die Masse strahlt, hat in der Regel einen hohen Störfaktor. Also wenn es jetzt nicht ein Powerplug ist, ist es natürlich von der Phase. Aber sonst bei den Geräten ist es in der Regel die Masse, die diese hohen Störungen hat. Also das heißt, dass über die Masse kommen die verschiedenen Störungen von anderen Geräten, kommen über den die Masse wieder zum Vorschein. Also Masse ist das das Hauptproblem. Ja. Okay. Und daher verwenden wir hier ein Schirmvlies. Da kommt auch der Name Nano-Shield. Also das ist ein mit Nanopartikeln besetzter Schirmmaterial, was also ausschließlich hier bei den Stromsteckern geerdet ist. Ja. Ja. Also hier haben wir keine Erdung, weil wir wollen verhindern, wir wollen ja gerade die Massestörungen verringern, höherfrequente Massestörungen verhindern, deshalb ist es nicht geerdet. Das heißt also, außer der Schirm ist außen rein passiv aufgebracht. Das funktioniert auch nur deshalb, weil wir einen hohen Absorptionsfaktor haben. Das heißt also, dieses Schirmmaterial absorbiert in, zu hohen Frequenzen immer stärker elektrische Energie und setzt es in Wärme um. Ja. Das ist eine absolute Besonderheit dieses nanobeschichteten Materials. Und weil Schirmung im Allgemeinen Probleme macht, weil nämlich in der Schirmung Wirbel entstehen, haben wir diese Schirmung auch besonders informiert. Das heißt also, dieser Schirm ist getränkt mit einem mit einer Informationsflüssigkeit. Also die wird dann hart, also es ist so eine Art Lack. Und dadurch können auch in diesem Schirm keine Potentialwirbel entstehen. Aber sie entstehen schon, aber werden eigentlich direkt wieder. Das ist die korrektere Aussage. Ja, also es ist also so, wir können Wirbel, also wir können, haben Wirbelströme in dem Schirmmaterial. Dadurch entstehen dann außerhalb des Schirmmaterials, am Dielektrikum, entstehen dann diese Potentialwirbel und die werden dann direkt sich dann auf. In die Information. Ja, durch diese Information lösen die sich dann auf. Das ist, sie entstehen, aber sie lösen sich dann gleich auf und dadurch entsteht dieses Rauschen. Nicht, dass das Nervensystem verrauscht, also dass diese biologische Wirkung erzielt. Es ist sehr interessant, weil diese Stecker auch noch andere Mechanismen haben. Also sie informieren auch sie mit einer Entstressungsinformation das, was noch abgestrahlt wird. Und dadurch sind sie auch unser mit am besten messbaren Produkte, nämlich wir machen ja sogenannte Herzratenvariabilitätsmessungen mit einem Computersystem und einem System, das den Herzschlag misst. Und also wenn man in einem Meter Entfernung so einen Plug ansetzt, haben wir Änderungen von 20, 30, 40, in der Spitze über 50% Stress, der reduziert wird. Ja. Das heißt also, es ist ein sehr intensives Produkt. Ja. Und, und wie mehr, dass man von solchen Produkten einsetzt im an Geräten, desto besser ist das, umso besser, desto höher ist die Entstressung. Ja, genau. Also man setzt sie vor allen Dingen auch, was den Strom
eingeht, natürlich in den möglichst da, wo man selber sitzt. Das heißt, wenn man hinter sich eine Steckdose hat, dann setzt man ihn da an, weil man von da aus befeldet werden kann. Wenn die Steckdose jetzt auf der anderen Seite ist, dann sind das andere Effekte, die da eine Rolle spielen. Also wie zum Beispiel diese Entwirbelungstechnik, also diese Entstörung, wie wir sie nennen, oder auch Vibrationsdämpfung. Ja, also das heißt also, alle Stecker hier, die sind relativ schwer, obwohl sie kunststoffbasiert sind. Das heißt, sie sind auch da, ja, hier ist es ein Hohl, ja. Trotzdem sind sie relativ schwer, weil wir dort Dämpfungsmittel überall angebracht haben. Das heißt also, wenn das so hier dran ist ein Dämpfungsmittel, das heißt also, wenn hier Schwingungen übertragen werden, dann wird diese Schwingung auch gedämpft. Wir können das also auch von der Masse vom Geräten somit auch Schwingungen entziehen und dämpfen. Das, Und so gibt es auch noch Edelsteine, die noch in diese Plugs ja, sitzen. diese Edelsteine haben jetzt keine mechanische Wirkung, sondern diese Wirkung ist eine energetische Wirkung. Das heißt also, wir haben hier zwei Standards, also sogenannten PI-Standard und den sogenannten Diamant-Standard. Das ist PI steht für Power Imagination, also eine kraftvolle Vorstellungskraft. Das steht für PI, weil sie sind so entwickelt worden, dass man also wirklich eine sehr dreidimensionale, körperhafte Vorstellung bekommt von dem Musikereignis. Und das funktioniert ausschließlich, wenn man eine Information gibt, die alle Zugangskanäle, die wir haben, also sei es das Hören, Sehen, Schmecken, Riechen, dass diese alle optimiert werden, dann hat man diese ganzheitliche und sehr kraftvolle Aber die Vorstellungskraft. Und das und geht mit Edel, das geht mit Informationen aus dem Bereich der Pflanzen, ja, die sind kopiert, Informationen. Aber wir haben auch Informationen, die besser sind, wenn wir sie im Original vorliegen haben. Ja, und das sind dann, ist ein Edelsteinsatz, das sind so 13 verschiedene Edelsteine, die wir einsetzen in der sogenannten PI-Technik. Korrekt ist es eigentlich nicht Edelsteine, man sagt Edelsteine, aber sind in diesem Fall Halbedelsteine. Okay. Ja, diese 13. Ja. Und das ist eben der Unterschied zur Diamanttechnologie. Diese Diamanttechnologie besitzt noch zusätzlich eben echte Edelsteine, das heißt Saphire, Smaragde, Rubine und eben Diamanten. Und deshalb haben wir sie dann Diamanttechnologie genannt. Das heißt, das ist zusätzlich. Und diese hochschwingenden Edelsteine führen eben dazu, dass man eine außerordentlich klare, detailreiche Wiedergabe erreicht. Es klart das Klangbild Naja. enorm auf In und es sind unglaublich viele Details. dem Sinne, sie beeinflussen uns, wodurch wir uns Ja. eigentlich in der Klangempfindung Also konkret. viel empfindlicher, viel mit einer hohen Wir Resolution. werden beeinflusst. Wir werden Also beeinflusst. wenn Ja, wir ja, so ja. einen Stecker in einen Streamer einstecken, Ja. dann wird hierüber die Masse des Gerätes informiert. Das heißt, das abgestrahlte Feld des Gerätes, ja, nimmt dann diese Informationen mit und gibt sie auf den Körper. Ja. Okay. Wenn sie nicht modelliert ist, ja, haben wir dort Informationen, haben wir durch Schwingungen, die völlig künstlich sind und den Körper stressen. Das können wir ja auch messen. Das heißt, was wir machen hiermit ist, dass wir A, Strahlung vermindern an den Anschlüssen, aber eben auch die Strahlung, die vom Gehäuse zum Beispiel auch ausgeht, ja, dass diese Strahlung eben dann überlagert wird mit dieser Information, die Stress abbaut. Wir können also feststellen, zum Beispiel die Stress, diese Informationen sind so von uns entwickelt worden, dass wenn man also einen Ersttest macht einer Person ohne Stressor, sagen wir mal ohne Laptop, ja, dann hat man einen bestimmten Stresswert, der sich dann ermittelt werden kann, der sich dann einstellt. So, und dann schalten wir den Laptop ein, ja, und messen, wie ist jetzt die Herzratenvariabilität mit diesem Laptop. Wir werden feststellen, dass die Herzratenvariabilität sich verschlechtert. Das heißt, der Stress wird steigen.
Nächste Messung ist, dass wir zum Beispiel so ein USB-Plug nehmen, ihn in den Laptop einstecken und dann nochmal eine Messung machen. Und wir reduzieren nicht den Stress dann nicht auf den Faktor ohne Laptop, sondern die Besonderheit ist, wir haben mit eingeschaltetem Laptop einen niedrigeren Stressfaktor, wenn das eingesteckt ist, als ohne. Als keine Laptop. Als kein Laptop. Okay. Das ist also eben möglich, weil wir durch diese Informationen, diese Strukturen, die dort aufgebracht sind, die dann über das Feld auf den Körper kommen, eine entstressende Wirkung haben. Also das heißt, ich könnte am besten ständig einen Laptop bei mir tragen, wo so ein Plug ja, wir haben eingesteckt ist. Wir haben ein Produkt, da macht das sogar Sinn. Ja. Ja. Also das kennen wir ja von Handys her. Ja. Und macht das auch noch Sinn, wenn ein Gerät mehreren Ausgänge, Eingänge hat, um mehrere von diesen Plugs einzustecken. Ist das ist tatsächlich der Fall. Also, ja. Dass wenn man also alle offenen Eingänge verschließt, tatsächlich ein nochmal signifikante Verbesserung hat. Das ist allerdings was wäre da preislich bei manchen Geräten einfach zu hoch. Und deshalb haben wir eine preiswertere Linie, das sind dann die CAP-Produkte, die kosten nur einen Bruchteil davon. Ja. Und darüber machen wir auch nochmal ein getrenntes Video. Das und die lassen sich ganz schön... Die lassen sich kombinieren. Ja, okay. Lassen sich kombinieren. Ja, dann würde ich mal sagen, gucken wir uns mal an, wie die eingesetzt werden. Okay, ich bin mal gespannt. Okay, ja, prima. Also, gucken wir uns an. Vielen Dank. Hallo, ich möchte mal sehen lassen, wie ein Vortex Nano Shield Plug installiert wird. Genauso wie bei anderen Vortex Sachen, ja, soll der Plug, de Power Plug, der soll phasencorrect in der Steckdose gesteckt werden. Das heißt, man muss messen, ja, an der Steckdose, an welches Loch eigentlich die Phase ist. Also ich habe da mein eigenes Phasenmessgerät, das Tool, stecke das in der Steckdose, ja. Und wenn die Leuchte da im Inneren angibt, es ist rot, kann ich genau ablesen, wo sich die Phase befindet, also in diesem Fall an der linken Seite. Ja, ich nehme das Tool wieder raus, ja. Schau mir mal den Plug an, ja. Und dort, wo das D steht, von Diamant, ja, an dem Pin, der kommt in die Phase. Also das heißt, ganz einfach, so einstecken und fertig. Und wie ist das bei dem PI? Da steht ja kein D. Ein V. Ah! Dann auf das V. Ja. Okay. Gut. Alles klar. Alles klar.